Flaschenpost. Oder ist die gar nicht da und noch nicht? Weiß ich ja nicht. Angeblich soll die hier... Ach, da oben. Die ist doch da. Na, dann interagier doch damit mal und nimm mal die Flasche da. Wie kommt die überhaupt hier hoch? Hm, wahrscheinlich über eine Welle oder so. Keine Ahnung. Ja, gibt irgendwie Sinn, weil anders wird die wohl nicht hochkommen. Weil sie einfach so eine große Welle... Und dann... Okay. Könnte ich jetzt natürlich vorlesen, aber ich weiß nicht, ob... So, Boss, das ist lang. Warte mal. Von Geburt an war ich meinen Eltern und Nachbarn als Knabe mit seltsamen Angewohnheiten und Impulsen bekannt. Meine Augen von unterschiedlicher Farbe und Größe waren oft das Ziel komischer Kommentare und Nachfragen, vor allem wegen ihrer Offensichtlichkeit. Doch auch mein Verhalten war merklich sonderbar. Meine Gestik war stets von einer absonderlichen Natur. Zeichen und Symbole, die meine Eltern auf Bedeutungen hinwiesen, die sie nicht entschlüsseln konnten. Außerdem hieß es, dass ich nie weinte oder protestierte, merkwürdig für ein Kleinkind, jedoch vermutlich eine Annehmlichkeit für meine liebe Mutter. Ich erwarb die Fähigkeit zu sprechen mit 12 Monaten. Meine ersten Worte waren meine Liebe und Geliebte. Meine Eltern sahen dies als gutes Zeichen für meinen robusten Verstand. Für einen robusten Verstand können aber wohl nicht sehr erfreut über die Bedeutung dieser Worte gewesen sein. Und recht hatten sie, falls sie ängstlich waren, denn zu der Zeit, als meine Eltern Mutter oder Vater, als ich meine Eltern Mutter oder Vater hätte nennen sollen, im Alter von 2 begann ich bereits, sie mit Elizabeth und Thomas anzusprechen. Eine wunderliche Eigenart für ein Kind, doch behielt ich diese Praxis bei, bis ich herangewachsen war. Ah ja, das ist sehr spannend. Wow, das ist unfassbar. So. Gebiet nicht verfügbar. Ja, ist ja gut. Mein Gott. Ich frage mich, ob ich die Dinge wiederbekomme, die ich jetzt... die mir jetzt abgenommen wurden. Müsste ich ja eigentlich, vor allem die Klingen. Das ist ja irgendwie doof jetzt. Wäre ja irgendwie doof, wenn man erst alles andere macht, dann ganz viel Geld hat und dann plötzlich diese Hauptmission hier macht und dann alles verliert. Das wäre ja irgendwie scheiße. Wo laufe ich denn jetzt hin? Sag mal, wo soll ich denn lang? Ach, da ist das Ziel. Ja, wie komme ich denn da jetzt am besten hin? Keine Ahnung. Ich glaube, ich weiß, wie? Fragezeichen? Oder auch nicht. Ich dachte jetzt hier hoch, aber offensichtlich ja nicht. Nee, irgendwie nicht. Warte mal, wo geht's denn jetzt lang? Geht's da? Ah, da geht's rein scheinbar. Okay. Gut, das musst du auch erstmal finden. Hier irgendwo... Ach, hier ist er ja schon, Mensch. Huch! Du sollst es mit den Klingen angreifen, Mann! Das mit den Tiere häuten, das klappt ja richtig gut. Hallo? Ich drück doch alt. Kann ich das eigentlich auch irgendwie... Nee, das... Alter! Wie soll ich denn gegen dieses Tier kämpfen, ohne jegliche Waffen? Also abgesehen von den versteckten Klingen jetzt. Aber es... Schlafpfeil, warte mal. Herstellung. Probieren wir mal das hier. Ich könnte einen Schlafpfeil herstellen. Hä? Wie jetzt? Der sagte mir eben noch, dass es verfügbar ist. Herstellung verfügbar. Hä? Wie jetzt? Ach, hier unten. Die Schlafpfeile. Okay, mache ich einfach mal 3 davon. Das wird ja reichen, um die Tiere zu häuten, hoffentlich. Sofern ich treffe, natürlich nur. So, dann gehe ich mal zurück. So. Und dann wechsle ich hier mal zu den Schlafpfeilen, weil anders weiß ich mir gerade nicht zu helfen. Und dann kann ich hier so die Schlafpfeile ab... Hallo? Ich kann die Schlafpfeile nicht abfeuern. Wieso kann ich die Schlafpfeile nicht abfeuern? Ich habe auch kein Blasrohr mehr.
Deswegen geht das nicht. Nee, hä? Nee, ich kann ihn nicht. Nee, ich drücke jetzt rechte Maustaste und... Ich drücke F. Klappt einfach nicht. Nee. Ist ja komisch. Messer werfen geht aber, ne? Nee, das geht auch nicht. Hä? Muss doch irgendwie... Das ist ja seltsam. Irgendwie kann ich nichts einsetzen hier. Nicht mal die Schlafpfeile. Wieso geht denn das nicht? Ich glaube, ich muss mal auf diesen Baum hier rauf. Nee, doch nicht. Wo war denn jetzt dieses Viech? Hier irgendwo war es. Ich mache jetzt Folgendes. Ich gehe auf das Baum gehe ich rauf. Auf den Baum gehe ich rauf, würde ich sagen. Oder auch nicht. Wow, ich gehe mal hier rauf. Halt. Ach, Alter. Mistviech. Okay, ich probiere es mal von hier oben mit einem Attentat. Attentat. So, das müsste ja theoretisch... Jetzt läuft das auch noch weg. Das ist ja unfassbar. Jetzt komm doch mal hierher, du blödes Viech. Jetzt. Warte, warte. Jetzt komm doch mal hier oben bin ich. Genau da bin ich. Alter, was macht das denn da? Ha! Huh. Wow, das klappt ja wunderbar mit dem Luftattentat. Dachte, das geht vielleicht, aber offensichtlich ja nicht. Mist. Kommt das Viech auch mal wieder? Bitte, wie soll ich denn sonst besiegen? Und wie komme ich da rauf? Halt. Hier vielleicht. Nö, hier nicht. Komme ich da überhaupt? Irgendwie hier komme ich, glaube ich, rauf. Ja, ah, so komme ich rauf. Okay. So komme ich auch zum Hoch-Animus-Fragment? Fragezeichen? Ja, offensichtlich. Hoch oder auch nicht? Mist. Warte mal. So komme ich hier hin. Und wie kann ich jetzt diese Tier da überhaupt irgendwie... Ich weiß ja nicht. Ich muss ja irgendwie da... Ach, jetzt ist es hinter mir. Hä? Eben wurde es nicht... Jetzt auf einmal ist es hinter mir. Ich frage da gar nicht nach. Eben war gar nichts auf der Karte. Oder habe ich es einfach übersehen? Geh und tanz mit den Fischern und ihren Booten, Kenway. Diese Insel gehört mir. Komm nur her und ich köpf dich, Bastard. Es war deine verdammte Fantasie, die uns hierher brachte, Kenway. Verflucht soll ich sein, wenn ich auch nur noch ein einziges Mal auf dich höre. Wirst du nun mit mir reden, Bein? Oder bist du des Wahnsinns? Wahnsinn? Ja. Es ist kein Wahnsinn, wenn ein Mann ums Überleben kämpft, oder? Ich will ja nichts tun, du Kasper. Nun lass uns das klären wie Gentlemen. Ja! Ich bekomme Kopfschmerzen von deinem ganzen Geschwafel. Bleib zurück und lass mich in Frieden leben. Gerne, wenn du aufhörst, mein Essen zu stehlen und das Wasser, das ich fände. Ich höre nicht auf, bis du deine Schuld mit Blut begleichst. Wegen dir haben wir nach Sklavenschiffen gesucht. Und wegen dir hat mir Jack Rackham meine Crew gestohlen. Ah, noch ein Maya-Schlüsselstab. Juhu. Hier soll irgendwo eine... Ach, bestimmt oben drauf die Truhe. Naja. Dann gehe ich mal oben rauf. Wenn ich sonst schon nichts zu tun habe. Ich meine, wenn ich eh schon hier bin, ne? Kann ich ja auch gleich holen, die Truhe. Wo ist sie denn? Hier ist sie nicht. Warte, dann ist sie... Da oben ist sie bestimmt irgendwo. Ach, hier. Nein. Ach, Alter, da. Hier. Nimm die Truhe einfach mit. Und dann lasst mich irgendwie zum Animus-Fragment. Ich glaube, ich weiß... Ah, ja. Ich glaube, ich weiß, wie. Huch. So. Na also, haben wir das auch. So, 2 von 5 haben wir hier schon. Was sagt die Karte? Nee. So, Karte sagt mir, dass da ein Aussichtspunkt ist, wo ich eh hin muss. Okay, und sonst scheint da noch was zu sein. Ich weiß gar nicht, da war ich da schon? Bin ich dran vorbeigelaufen wahrscheinlich? Oder? Ach, keine Ahnung. Ist jetzt auch wurscht. So, dann gehe ich mal dahin, wo ich hoch hin soll. Ich weiß gar nicht, ob das hier richtig ist, der Weg, aber es sieht gut aus. Oder auch nicht. Huch, warte. Hier geht's irgendwo hoch. Genau hier.
Wer baut immer diese Vorsprünge rein, sodass man immer hochklettern kann? Ich verstehe das nicht. Ich habe keine Ahnung. So, hier ist ein Aussichtspunkt. Aussichtspunkt? Da unten ist er hoch. Da unten ist der Wayne. So, synchronisieren. Juhu. Ich frage mich ja, wann ich meine Ausrüstung zurückbekomme. Okay, irgendwo ist auch noch eine Truhe. Ach Mann, ich müsste mal... Warte mal, nicht doch... Bin ich überhaupt dran vorbeigelaufen? Nee, doch. Doch bin ich. Scheinbar. Okay. Da hinten ist noch eine Truhe. Ich geh jetzt mal dahin und hol mal die Truhe. Weißt du, wenn ich schon hier bin, ne? Muss ja nicht unbedingt die Hauptmission direkt machen, sondern kann ja auch mal... Die Truhe hier hoch mitnehmen. Lass dich mal bitte fallen. So, ist die Truhe hier irgendwo? Nee, die scheint irgendwie noch weiter oben zu sein. Moment. Ach, hier oben. Ach, spring doch rüber. Na also. So, nimm diese dämliche Truhe mit. Genau. So, und jetzt wieder runter. Moment. Aua. Naja, hat nicht wirklich wehgetan. So, dann folge ich dem Typen mal. So, und... Ja, ist hier irgendwo ein Tier? Nee. Ich soll noch Tiere häuten, verdammt. Wie kriege ich das hin, verdammt? Ohne... Okay, lass mich mal bitte an Land. Kann ich da eigentlich ein Luftattentat machen? Halt. Wenn ich jetzt hier raufgehe... Und jetzt dieses Krokodil da unten anvisiere, dann macht er kein Luft. Das Krokodil schwimmt durch den Stein. Das funktioniert richtig gut. Das Luftattentat geht auch richtig gut. Scheiße. Wieso geht denn das nicht? Wie soll ich denn sonst das Krokodil? Ich kann ja die Schlafpfeile nicht abschießen. Das Messer werfen, wieso geht das eigentlich nicht? Wieso kann ich eigentlich nicht. Warte. Habe ich denn hier Edward Upgrades? Erworben, okay. Ach so, ausgerüstet ist aber nichts. Okay, zurück. Wie sieht es bei Pistolen aus? Wahrscheinlich genau das. Ja, okay, ist alles erworben. Na toll. Das hilft mir nicht wirklich weiter. Gut, also kann ich es wirklich nicht... Und Luftattentat bekomme ich bei dem Krokodil auch gar nicht hin. Also keine Ahnung, wie man hier die Tiere häuten soll. Wenn die einem zu nahe kommen, macht er ja nichts, sondern... Ich sagte, komm mir nicht nach! Gott, du hast den Verstand verloren! Ist ein fairer Tausch, dafür habe ich diese Flinten und Granaten. Hör zu, Wayne. Damit könnten wir jagen gehen. Haha, das werde ich auch! Ich glaube, der ist komplett verrückt geworden. Ich soll ihn... Boah, was? Alter, was? Ja, jetzt... Ach, was machst du denn da? Ich soll ihn irgendwie fangen? Jetzt regeneriere dich doch mal. Ja, na wunderbar. Wie soll ich denn das hinkriegen? Alter, der kann schießen und alles. Ich muss mich irgendwie auf dem Weg dorthin verstecken. Wo ist er? Da hinten ist er. Warte mal. Ach doch, nicht da. Hier. Verstecken bitte. Und dann? Huch, jetzt spring doch. Spring, spring, spring. Genau, so. Okay, jetzt schießt er. Jetzt wirft er wieder. Ach, da oben ist er jetzt. Aber wie komme ich da jetzt hoch? Ich habe keine Ahnung. Scheiße, wie komme ich jetzt hier hoch? Jetzt bin ich hier so wagemutig langgelaufen, in der Hoffnung, dass ich hier irgendwo hinkomme, aber jetzt muss ich natürlich noch hochkommen. Doof. Das geht nicht. Mist. Hö, wie komme ich da denn jetzt rauf? Hier komme ich, glaube ich, rauf, oder? Keine Ahnung. Ach, Alter. Ich komme da gar nicht... What the fuck? Wie komme ich da hoch?
Wie ist der denn da hochgekommen? Ich habe gerade echt keine... Oh, na toll, eine Bombe. Ich habe gerade echt keine Ahnung, wie ich da hochkommen soll. Kann ich hier einfach... Nee, da kann ich ja nicht einfach rüberspringen. Ja, das war sehr schlau. Hier muss ich, glaube ich, hoch. Oder? Offensichtlich ja. So, hier siehst du mich. Wo ist er denn jetzt? Nee, hä? War der nicht hier irgendwo? Nee, warte, hä? Nanu, jetzt... Ach, jetzt hängt es hier schon wieder. Nee, doch, jetzt geht's wieder. Hä? Sag mal, bin ich denn gerade... Wo bin ich denn jetzt schon wieder? Ich bin verwirrt. Ach, die Brücke ist jetzt... Oder was das war, ist jetzt abgebrochen. Und er ist jetzt geflohen. Und zwar irgendwie in diese Richtung. Und ich habe nur noch so wenig FPS. Das ist ja sehr schön. Ach, Alter. Wo muss ich denn... Da drüben muss ich, glaube ich, lang. Boah, ist das verwirrend. Huch! Ach, Mist. Außer sie in die Maus gedrückt. Na toll. Das klappt echt gut. Also jetzt der Regen, der, das ist ja wie bei Minecraft. Geht gleich die FPS komplett in den Keller. Verdammt soll ich sein, falls ich jemals wieder auf dich reinfalle. Mach weiter so und ich muss dich töten, Bane. Versuch's nur. Sei mein Gast. Alter, wieso ist die FPS denn gerade im Arsch? Kann doch nicht sein. Huch. Und nicht schon wieder so ein... Da ist schon wieder so ein Tier. Hilfe. Geh doch mal auf so einen blöden Baum hier hoch. Genau so. Kann ich jetzt ein Luftattentat? Nee. Aber von da aus könnte ich eins machen. Theoretisch. Warte. Ich probier's mal. Wenn ich jetzt hier dieses Tier... Na, warte. Halt. Oder... Ich weiß nicht mal, ob ich das Ziel jetzt überhaupt schon machen muss. Wo ist denn jetzt das Tier hin? Da unten. Das mit dem Luftattentat klappt ja richtig gut. Hat ja auch schon letztens gut geklappt. Ha! Das hat ja wirklich geklappt. Das wundert mich gerade, aber es hat funktioniert. Juhu. Ein Tier gehäutet von drei. Aber immerhin eins. Ist ja auch schon mal was. Ich hoffe, hier sind noch mehr. Ich weiß es nicht. Hier ist auf jeden Fall irgendwo ein Animus-Fragment. Und... Was ist das? Ach. Da sollte ich nicht hinlaufen. Verstehe. Wo ist denn jetzt das Animus-Fragment? Da unten. Huch. Na toll. Sehr schlau. Ja, ja, ja. Ich drücke ja schon schneller. Alt. Hilfe. Okay, weg hier irgendwie. Komme ich hier irgendwo rauf? Warte mal. Bevor dieses Krokodil mich nochmal bekommt. Vielleicht komme ich ja hier... Ah, da komme ich rauf. Okay. Und dann zum Animus-Fragment. Und dann... Muss nochmal gucken, kann ich denn da wirklich nicht... Luftattentat geht bei Krokodilen nicht, ne? Nee, irgendwie nicht. Gut. Jetzt muss ich bloß wieder nach oben kommen. Wo bin ich denn jetzt schon wieder? Wie komme ich jetzt noch... Hier kann ich lang. Okay, warte. Nein, nicht runter. Bist du denn blöd? Wieso springt er denn runter? Hilfe, ich will jetzt hier hoch. Jetzt gehe ich hier rauf. Ach, Alter. Jetzt geht er da nicht rauf. Das ist doch echt eine Qual mit diesen Typen hier. So, da rauf bitte. Genau, und wieso ist die FPS schon wieder im Keller? Das kann doch nicht wahr sein. Eben war es noch okay. Jetzt schon wieder bei, naja, jetzt schon wieder bei 29 geht ja noch. Aber das ist jetzt auch nicht sonderlich viel, um mal ehrlich zu sein. Und wo bin ich denn jetzt schon wieder? Ich habe keine Ahnung, wo ich gerade bin und wo ich hin muss. Da war das, ach, hier bin ich jetzt wieder. Da war das Tier, was ich gehäutet habe. Okay, dann gehe ich mal hier rüber. Da ist irgendwie eine Schatzkarte da hinten, keine Ahnung. Noch so ein Tier, Moment. Da muss ich erstmal schauen, dass ich hier irgendwo... Komme ich hier irgendwie hoch? Warte. Ach, da hinten. Warte. Halt. Wenn hier das Tier ist, ne, dann muss ich mal... Ich muss mal hier hoch. Wer baut denn hier sowas? Ach, nicht schon wieder so ein... Schon wieder so ein Viech hier. Moment, geh da mal... Jetzt geh doch da hoch. Hallo? Hallo? Alter, was machst du da?
Gegner. Lässt sich noch töten, bevor er da hochgeht oder was? Jetzt lauft er da einfach hoch. Ich stehe direkt davor, steuere darauf zu und er läuft einfach nicht hoch. Verstehe ich nicht. Ist er eigentlich total behämmert wahrscheinlich. Nee, wo ist das Tier denn jetzt hin? Mist. Wo ist es denn? Es muss doch hier irgendwo sein. Nanu. Ich sehe es auch gerade nicht. Hallöchen, Tierchen. Wer denkt sich solche optionalen Missionen aus? Oder optionalen Ziele? Huch. Hä? Es war doch eben da. Jetzt auf einmal weg. Nanu? Eben warst du noch da. Ich habe so eben gerade da gesehen. Genau da, wo jetzt mein Kopf ist. Also da unten auf dem Boden natürlich. Jetzt auf einmal ist es weg. Ist ja ganz komisch. Da, das siehst du. Jetzt ist wieder da. Ah. Juhu, häuten. Ach komm, überspringen wir das mal. Ja, das Überspringen geht sehr schnell. So. Hier, yeah, Tiere gehäutet 2 von 3. Das ist ja schon mal was. Und lauf doch nicht überall hoch. Na, wunderbar.